Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hellblade. Wir jagen die Dunkelheit, beziehungsweise Dunkelheit jagt aktuell uns. Schauen wir mal, was hinter dieser Tür ist. Okay, Tod meint, es gibt immer ein... Wo ist er? Okay, ich dachte, hier würden wir jetzt kämpfen können. Naja, okay, dann halt nicht kämpfen. Einfach hier durch. Okay. Es war klar. Wow. Dann halt zuerst den vermöbeln. Abschlachten. Ja, ich bin in der Sackgasse. Verdammt. Da war noch einer, oder? Wow. Oh, verdammt. Ouch, shit. Au. Wow. Ist da noch irgendwo einer? Gut, so müssen wir es merken, einfach Anlauf nehmen und draufschlagen. Okay. Uiuiui, kaputt. Und jetzt? Gibt es einen anderen Weg? Okay. Und ich habe immer noch keinen gestichtenen Stein gefunden, weil hier einer ist. Gut. Mal hören. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of man was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. So verdammt gut, wie ich die Geschichte auch schon kenne. Naja, und die vier Himmelsrichtungen, also Norden, Süden, Osten, Westen, sind Zwerge, die in jeweiligen Ecken, also sprich am Rande der Welten, der Welt, den Weg weisen. Ich muss mal schauen, aber fehlt noch ein Teil.
Denn im Grunde, wie entstanden die Riesen und Trolle? Das war so geschehen, dass das Ymir eigentlich nichts gemacht hat, außer Milch und gesoffen und geschlafen. Und ich muss das Mikrofon mal höher stellen. So. Nichts großartig gemacht hat, aber beim Schlafen immer geschwitzt hat und aus diesen Schweißperlen sind letzten Endes die Trolle entstanden. Das Geschlecht der Riesen. Und irgendwann hatten die Asen, also sprich Odin und sein Vater und Geschwister, keine Lust mehr in der Minderheit zu sein. Weiterer Kampf. Ach nein, da kommen wir her. Und haben entschlossen, sich Ymir zu entledigen und haben ihn abgeschlachtet. Und da fehlt irgendwo ein Stein für genau diesen Punkt. Das müssen wir noch finden. So, zack. Irgendwo vorher einen vergessen. Auf dem Rückweg gucken wir, dass wir das finden. Ein weiterer Kampf. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Okay, das sieht wieder aus wie ein weiteres Rätsel, beziehungsweise so ein Türdings der Monster. Ich muss aber ganz kurz einen Cut machen. Also sehen wir uns gleich an dieser Stelle hier wieder. Bis gleich. Okay, wie versprochen an der Stelle jetzt weiter. So, Moment, zack. Und da steht er wieder, beziehungsweise eine Statue. Und wenn wir um die Ecke gehen, ist er nicht dort, glaube ich. Tada. So gut. Nicht, dass wir wieder einen Stein verpassen. Ich gucke mich diesmal noch ein bisschen um. Können wir da hoch? Ich glaube nicht, ne? Nope. Ich gehe mal wieder zurück. Ist er wieder da? Ne, er ist weg. Da ist auch nichts. Da ist aber ein Stein. Alles klar. Auf zum Geschichtenerzählstein. Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Um das noch ein wenig zu erweitern, es war letzten Endes so, dass Odin dann auch noch mit den Toten gesprochen hat und verschiedene Zauberlieder, die Heilung und Glück in der Liebe hervorrufen sollten und so erlernt hat. Er sprach mit jenen, die lang verstorben sind, schon weit vor seiner Zeit, und Toten, die er kannte. Und naja, das ist das, was ich sagte. Deswegen heißt die Weltesche Yggdrasil, weil Odin unter den Menschen Ygg genannt worden ist und Drasi das Wort für Pferd ist. Also Odins Pferd, Yggdrasil. Die Weltesche, in der er sich aufgehangen hat und mit einem Speer durchlöchert, damit er dem Tode nahe ist. So. Also, wir müssen irgendwie gucken, dass wir... Da oben ist wieder ein Portal, dass wir hochkommen. Oh, da sind mehrere. Ich glaube, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Durch die Portale zu sehen. So. Nehmen wir überhaupt auf? Moment, ich muss mal ganz kurz... Ja, wir nehmen auf, alles klar.
Also in erster Linie müssen wir da erstmal hoch zum Fokussieren. Reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. Look. She left Delina. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Okay, die Stimmen haben ein wenig aufgehört. Jetzt muss ich nach einem Portal suchen, durch das wir durchgucken können, damit wir die Umgebung ein wenig verändern. So, hier mal hoch. Das bringt nichts, da kommen wir nicht weiter. Die Frage ist, verändert sich etwas, wenn wir hier durchgehen? Oh. Da kommen wir gar nicht durch, das heißt, das können wir nicht testen. Da hinten ist ein Ring. Ah, da verändert sich etwas, oder? Ja, da geht eine Wand auf. Wie gesagt, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr anstrengen, da was zu finden. Okay, hier durch. Also, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, aber ich kann die Brücke runterlassen. Dann die Türe hier. Ja, Türe, das Tor hier runterlassen. So, mal gucken, was ändert sich jetzt hier? Wir gucken mal eben kurz da rein. Okay.
Oh, wieder ein gestichten Stein. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Und Mimir, oder Mime, hatte letzten Endes erst dann quasi erkannt, dass es Odin war, denn Odin hat sich als Mensch ausgegeben, und beziehungsweise als armer Bettler, und Mimir wollte ihn nicht von seiner Quelle der Weisheit trinken lassen, es sei denn, er hätte ihm ein Auge gegeben, und Odin, so kühn wie er war halt und letzten Endes verpicht darauf, Wissen und Macht zu erlangen, tat das einfach. Und da hat Mimir erst verstanden, mit wem er es zu tun hat. Und von da an folgte Mimir Odin als treuer Berater. Okay, und wie soll ich darüber kommen? Tja, sehr schön. Ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Und wieder runter. Ich muss mich weiter umgucken. Da ist nichts. Aber vielleicht, wenn wir das Tor hier aufmachen und durchschreiten. Ich wusste, dass das irgendwann extra ein wenig, naja, durcheinander geht alles. So, hat sich irgendwas geändert? Ja klar, macht Sinn. Jetzt ist die Tür ja offen. Bedeutet, jetzt können wir auch da oben lang laufen. Ich komme mir ein bisschen langsam vor. Aber nein, ist halt so. So, mal gucken. Ah, okay. Dadurch werden es weniger. The Ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No. Raven's helping. He's not helping. It's a trick. Quiet. Out in the wilds, in the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Almost. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become. Na gut, schauen wir uns mal weiter um. Die Brücke will ich nicht verschwinden lassen. Mal kurz gucken, wenn wir da durchgehen. Alles klar, auf der anderen Seite ein wenig umschauen.
Hier ist aber auch nichts. Okay, ich muss mal kurz eben checken, wo die Portale alle sind. Da drüben ist ein Portal. Aha. Ja, ist klar. Wir müssen das nächste Tor finden. Such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion before her time comes? Ach, toll. Hätte ich nicht durchgemusst. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom, the smallest hints of shape, sound. Thought grew in strength until they consumed her whole. Okay, Tom. The darkness had her in its claws. Das Tor musste jetzt offen sein. Tada! Und so langsam müssten wir ihn ja mal treffen. Das sieht nach dem Kampf aus. Da war er kurz und jetzt ist er wieder verschwunden. Oh, es sieht doch noch nicht nach dem Kampf aus. Okay, hier ist kein Durchkommen. Ich muss zuerst ein Tor finden. Okay, aber wo? Es gibt ja anscheinend nur einen Aufgang und das ist da. Oh, oder ich habe noch einen anderen Aufgang gerade gefunden. Nee, doch nicht. Verdammt, wo geht's denn jetzt weiter?
Au, da ist was. Die Lichtreflektionen sind echt schön gemacht.